Lass mich raten. 95% aller Frauen hätten gern größere Brüste, aber sie haben kein Geld für die OP. Wie kommst du denn da drauf? Tja, das scheint ja wohl das Ergebnis deiner Umfrage zu sein, sonst würdest du nicht so ein Gesicht ziehen. Ach, das hat mit meiner Laune echt überhaupt gar nichts zu tun. Ich wusste ja, dass Konstantin Mann mich verknallt war, aber ich habe gedacht, das hätte sich erledigt. Ich bin echt so ein Doof. Wie soll sich Konstantin denn auch entlieben, wenn er die ganze Zeit aufeinander hockt? Mann, ich dachte, es wäre alles klar zwischen uns. Konstantin ist mein bester Freund. Ich habe ihm alles erzählt. Ich weiß. Und ich doof laber ihn noch die ganze Zeit mit David zu. Also, wenn du hier pennen willst, dann hole ich dir gerne eine Decke von oben. Ansonsten würde ich jetzt ganz gerne dicht machen. Sorry. Okay, Schluss mit dem Rumgeeier. Dann trinkst du jetzt noch ein Alt und erzählst mir, was zwischen dir und Judith los ist. Oh Mann, Konstantin ist mir super wichtig. Aber wie wär's denn, wenn wir in nächster Zeit ausschließlich Sachen machen, auf die er Bock hat? Jetzt ist er mal an der Reihe. Judith? Ich bekoche ihn groß und beim Essen quatschen wir dann in Ruhe. Dann wird alles gut, so wie früher. Hallo. Kannst du mal einen Augenblick aufhören, vor dich hinzuplappern? Wieso planst du nicht gleich ein Candlelight-Dinner oder so einen romantischen Abend zu zweit bei Kerzenschein? Du meinst keine gut gemeinten Aktionen? Die machen alles nur noch schlimmer. So ein Mist. Das ist einfach alles Mist. Also ich würde das eher mutig nennen. Wie meinst du das jetzt? Ja, was? Du hast Judith gesagt, dass du in sie verknallt bist. Das ist ja wohl mutig. Und immerhin ist es jetzt raus. Gute Nacht, Jungs. Nacht. Nacht. Ja, komischerweise, ich habe mich danach auch besser gefühlt. Ja, Beichte soll ja auch erleichtern, mein Sohn. Da ist auf jeden Fall was dran. Kein Verstellen mehr, keine falschen Hoffnungen mehr, dass Judith vielleicht doch auf mich steht. Ja, und Judith weiß jetzt auch endlich, was Sache ist. Eigentlich alles richtig gemacht.